Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, hier im ETS 2 regnet es draußen, stürmt es wie bekloppt. Ich habe mal die Unwetterwarnung rausgesucht. Ganz Deutschland ist rot. Warnung vor einem schweren Unwetter. Was haben wir denn überhaupt? Ich fahre mal weiter. Ich glaube, so viele Kilometer haben wir nicht mehr vor uns. Ich würde jetzt nicht unbedingt 270 Kilometer. Ich würde jetzt versuchen, durchzukommen und nicht unbedingt schlafen zu wollen. So, Aufzeichnungstag Sonntag. Und ihr schaut euch das, wenn ihr... Ja, wenn ihr schnell seid, am Montag an. Ja, Mensch, meine Schwester hat jetzt einen neuen Job angefangen bei einer neuen Firma. Und sie ist, sie macht jetzt heute ihre erste Tour mit einem LKW alleine. Sie hat ein eigenes Fahrzeug bekommen. Ist nicht das neueste, das ist ein DAF FX heißt er, glaube ich. 460 aus dem Jahre 2015. Ja, und damit darf sie dann nach Hamburg, ne? Ich denke mal Hafen oder sowas, keine Ahnung. Ich denke, das ist aufregend, wenn du gerade so den Führerschein fertig hast und dann hast du so 2 Wochen Einarbeitung oder sowas und dann, ja, und dann jetzt musst du plötzlich alleine dann los. Ich glaube, da gehen dir schon die Muffen irgendwie, ne? Aber wir geben jetzt mal ein bisschen Gas, dass wir hier ankommen. Meine SL-Partnerin ist auch gerade wieder aus dem Netz geflogen, Internetausfall, naja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich morgen früh nicht raus muss, um zur Arbeit zu gehen, dass ich das von zu Hause aus machen kann, sofern hier dann unwettertechnisch nichts am Internet passiert. Das wäre jetzt erstmal die Voraussetzung dafür natürlich. Ne? Ach so, wen haben wir denn heute an Bord überhaupt? Schon wieder eine neue. Die sieht gar nicht übel aus. Bei jedem Login ins Spiel kriegen wir eine andere Mitfahrerin. Ja, auch ein bisschen blöd, oder? Wann ist denn die eigentlich? Die eine Grenze und die andere ist abgehauen, oder was? Hi, Baby. Ups. Ich guck mir die später genauer an. So an der nächsten Ampel oder so. Die sind gar nicht so unsexy. Sag mal, gar nicht so unsexy aus. Gibt's auch keine Schilder, wa? Wir hatten Vorfahrt, du Banause. So, meine neue Maus ist auch installiert. Es ist geil, du kannst per Tastendruck wirklich steuern, wie empfindlich die sein soll. Und da merkst du auch tatsächlich die Abtastraten, die die hat. Je weniger, desto langsamer. Cooles Ding. Einfach durch einen Klick umstellen. So. Eben erstmal Fenster zugemacht. Ich meine, es ist ja relativ warm. Ich hatte heute auf dem Balkon 12 Grad. Heute Morgen zum Friedhof, wenn die, als die Sonne rauskam, das war schon richtig angenehm. Es riecht nach Frühling. Ich glaube, ja, gut, wir haben Februar. Man weiß es nicht, ob da jetzt noch glättetechnisch oder schneetechnisch noch irgendwas kommt. Ich glaube es eher nicht. Einfach zu warm dafür. Wobei wir ja ganz schöne Wetterkapriolen teilweise haben, was die Temperaturen angeht. Ne? Fährst viel zu früh raus, mein Freund. Führerschein auch im Lotto gewonnen. Ne? Guck mal, so habe ich das in der Fahrschule gelernt. Jetzt ziehe ich rüber und überhole dich gleich. TUI-Reisen. Gibt's überhaupt noch oder sind die auch schon pleite? Egal. Hat der jetzt gegähnt? Ja, 180 Kilometer noch. Ich möchte jetzt für die letzten 180 Kilometer, ganz ehrlich... Oh, guck mal hier, Kopf an Kopf rennen. Der darf 100 fahren, der Sausack. Ist das spannend, Freunde. Ey. Ich könnte ihn mal erschrecken. Dann bleibt er wieder zurück. Den Begrenzer drin. Und die da drin, da im Bus, die lachen sich jetzt tot über mich, oder was? Komm, ich muss da vorne sowieso raus.
Voraussetzung, der lässt mich rein. Hör mal, du Pfeifenkopf, warum bremst du? Alter, der Führer scheint echt im Lotto gewonnen, ey. Junge, 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 Junge. Tatsächlich schon gegähnt. Fuck. Versuchen wir die letzten 150 Kilometer echt noch hinzubekommen, wa? Problematisch wird es ja wirklich erst ab dem Moment, wo der das erste Mal die Augen zumacht. Aber das sagte ich ja schon. Nicht, wenn da steht, er döst. So. Stoppschilder sind eine Empfehlung. Keine Pflicht. Schön, und du hältst uns jetzt auf, oder was? Mann, wir haben keine Zeit. Gib Gummi. Sabalot. Wir müssen jetzt ein bisschen rücksichtslos fahren. Überholverbot. Aha. Alter. Fahr doch einfach. Hast du Angst oder was? Ja, dann ist mein Schwesterchen jetzt auch ein Trucker-Babe. Ist da auch mal nicht schlecht. Sie werden müde, ja. Finden Sie eine Parkmöglichkeit. Zeig mir mal, wie viele Kilometer ich habe. 130. Komm hier, das nutzt nichts, du. Pass auf, Freund. Ich habe das jetzt nicht gesehen, die durchgezogene Linie auch nicht. Das war jetzt ein bisschen brenzlig, aber egal. Lieber so, als nachher mit geschlossenen Augen durch die Weltgeschichte fahren. Das funktioniert auch nicht. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Weil ganz ehrlich, für die letzten 100 Kilometer möchte ich nicht mehr irgendwo anhalten müssen zum Schlafen. Vor mir ist relativ flux unterwegs. Das ist cool. Und da hinten kommt die nächste Bremse. Licht haben wir an. Alles gut. Und wir werden das in dieser Folge fertig machen, definitiv. Bisschen über die Hälfte haben wir jetzt weg. Wenn wir jetzt nicht noch massiv aufgehalten werden. Können wir nicht zwei Spuren mal hier bekommen? Hallo? Bitte öffnen Sie eine zweite Spur. Ich hab's eilig. Gegenfahrbahn eigentlich zwei Spuren und wir nicht. Ich will auch mal. Junge, nicht stehen bleiben in der Kurve, ehrlich. Ah, der biegt ab. Der fährt leider geradeaus weiter. Hä? Oder auch nicht? Was soll denn das werden? Der hat doch eben links geblinkt, oder nicht? Ja, wir kriegen eine zweite Spur. Fährst du rüber oder muss ich dich rechts überholen? Dankeschön. Scheint wieder auf einer Autobahn unterwegs. Tschüss. Oder auch nicht.
ganz kleinen Moment gerade. Hoffentlich bist du bald vom Tisch runter. Weiß nicht, warum Katzen immer auf den Tisch müssen. Überall ihre Nasen drin. Furchtbar. Vor allem kannst du manchmal wirklich deine Sachen am nächsten Tag sonst wo wechseln. Die interessiert sich echt für alles. Für Kugelschreiber. Das Schlimmste ist, dass es dann irgendwo hinschleppt. Vor allen Dingen, es ist ja so, wenn es Futter gibt, das Geräusch von ihrem Futternapf oder wenn du eine Futtertüte hast, das erkennt sie. Aber wenn du der 10.000 Mal gesagt hast, beweg deinen Arsch vom Tisch runter, das rafft das Tier nicht. Unglaublich, ehrlich. Und dann guckt es einen an, weiß ganz genau, dass es Scheiße gebaut hat. Ja, brauchst du gar nicht maunzen. Stört hier meine Aufnahmen. Ui, da fährt ein Güterzug. Und Mensch, Autobahn schon wieder vorbei. Jetzt sitzt sie neben mir auf dem Stuhl und guckt mich ganz vorwurfsvoll an. Ich muss an dem, ganz ehrlich. Aber für die letzten 50 Kilometer schlafe ich nicht noch. Kassiere ich lieber noch ein Bußgeld von wegen Lenkzeitüberschreitung. So, hier ist 70 und wenn diese blöde durchgezogene Linie da jetzt nicht wäre, was ist denn da hinten? Müssen wir da abbiegen oder was wird das, wenn es fertig ist? Aber ist ja immer so, ne? Wie im realen Leben. Wenn du es mal eilig hast, dann hast du Hindernisse ohne Ende vor dir. Hast du aber alle Zeit der Welt, dann hast du freie Bahn. Katastrophe. So, wir fahren hier rein. Und haben jetzt hoffentlich freie Fahrt bis zu unserem Ziel. Vor allem ist es ja so, du kannst ja nicht alles vor deinem Haustier verstecken. Bist du da mal irgendwas verschluckt hat, was in so eine Katze nicht reingehört? Alter! Wie war das mit der freien Fahrt? Es lohnt sich jetzt nicht mehr, den zu überholen. So, wie sieht es denn zeitlich aus? Ja. Ich wäre gerne schneller gewesen, aber ich denke, so einigermaßen wird das passen. Pleven! Ich weiß gar nicht, wie viele Touren ich schon angedacht hatte, um hier mal hinzukommen. Um diesen Ort freizuschalten. Ja, ist mir egal. Ich muss schlafen. Und drei fehlen uns jetzt noch. Dann haben wir hier die Schwarzmeerländer komplett freigeschaltet. Sind aber auch gleich da. Wir werden etwas überziehen, leider. Weil hier kommt jetzt wahrscheinlich bei grüner Ampel nur ein Bus durch. Der Rest schafft es ja nicht. Die sehen das grüne Licht ja nicht. Mann, gib doch mal Gas. Was soll das denn?
Die schlafen beim Abbiegen ein, das ist unglaublich. Leck mich am Arsch. Entschuldigung. Aber was mein Schwesterchen mal machen will, und ich hoffe, das funktioniert so. Sie möchte oder sie will mir mal die... Ja, oh, 300 schon. Sie will mir mal die Hupe von dem Duff aufnehmen, beziehungsweise das Horn. Und dann will ich mal gucken, ob ich hier eine LKW-Hupe für den ETS-2 bauen kann. Die dann eventuell für alle LKW gilt. Alter, jetzt noch rote Welle, du, das ist... Warum kann ich einmal was glatt gehen? Nur ein einziges Mal. Blinken hast du nicht nötig, wa? Soll ich sagen, wir sind angekommen. So, jetzt kann er die Döppen zumachen. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Leckt mich doch am Ärmel. Ich bin doch auf dem Hof. Was geht euch das an, ob ich hier noch fahre oder nicht? Oh. Zaun. Das war so nicht geplant. Peinlich, ne? Ja. Daneben ist auch vorbei, aber der reagiert. Wie man es macht, macht man es falsch, ne? Da bin ich echt mal gespannt, was mein Schwesterchen dann von ihrem ersten alleinigen Arbeitstag zu berichten weiß. So, abladen. Und dann war es das auch schon. Ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Jetzt habe ich meinen Text vergessen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann morgen früh wiedersehen. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich fahre jetzt noch rüber zu der Tanke, schlafen. Und dann sehen wir uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin erstmal ciao, ciao. Macht's gut, habt einen angenehmen Tag, schönen Abend, was auch immer. Tschüss.